Was denn? Willst du noch was einstellen oder was? Nein, nein, mach mal, hau rein. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu Schrauber Jule und die Schmiede. Und meiner Wenigkeit in 7 Days to Die. Hello. Ja, guten Tag. Tag. Na, sind Sie ausgeschlafen? Was denn? Ich finde das immer toll, dass du mich so Sachen fragst. Bist du fit? Ja. Ja. Bist du ausgeschlafen? Ja. Ja. Frag dich das lieber selbst, Herr Porky ich Jones. Ich muss dich das doch fragen. Nein, nein, bist du ausgeschlafen? Bist du fit? Bist ich du? Bin fit wie ein Turnschuh. Ja. Bist ja, du, ist so. Bist du richtig, richtig wach, ja? Ich bin richtig wach. Ich habe hier noch meinen Kaffee und ich bin mindestens wach bis 11.30 Uhr. Genau, dann gehe ich wieder schlafen. Ja, genau. Ah, schön. Ja, wir sind ja gestern eine ganze Weile unterwegs gewesen. Genau, gestern war nämlich Samstag und gestern sind wir einmal quer durch Deutschland gefahren. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Von oben rechts nach unten links. Genau. Morgens um 7 Uhr los. Ja. Und nachmittags um 5 dann wieder zurück, von unten links nach oben rechts. Ja. Ja. Also wirklich. Einmal 1100 Kilometer. Ja. Weil wir sonst nichts vorhatten. Ja. Weil wir uns dachten, es ist so schön kalt, so 3 bis 5 Grad. Da fahren wir einfach mal durch Deutschland, mitten nachts im Regen. Genau. Es hat dann ganz schön geregnet teilweise. Und da dachte ich mir so, oh cool, es sind nur 3 Grad. Das ist jetzt irgendwie nicht so toll. Ja. Ja, es ging aber. Also es war halt einfach scheiße weit zu fahren. Und ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wann waren wir denn hier wieder? Um 10:30 oder wann, ne? Ja, kurz nach 10, aber wir mussten arschweit wegparken. Ja, wir mussten ein Stück weiter wegparken, weil wir keinen Parkplatz vor der Haustür gefunden haben. Da sind wir nochmal 10 Minuten durch die Kälte gelatscht. Ja, da sind wir noch ordentlich ein Stück gelaufen, genau. Und dann ja, war es dann doch 10:30, ja. Ja, ja, irgendwie so. Als wir hier waren. Mehr oder weniger direkt ins Bett gefallen. Oh ja, also es war. Also nachts, ich fahre ja nachts trotzdem gerne, es ist ja auch kein Problem, aber es ist nochmal anstrengender, weil du dich viel mehr konzentrieren musst. Und wenn es dann auch noch regnet und teilweise vielleicht auch noch richtig kräftig regnet, dann ist es halt, ja, es ist schon anstrengender, als wenn du einfach am Tage fährst, die Sonne scheint, alles ist toll. Ne? Ja, klar, natürlich. Ja. Jung. Aber wir sind sicher und in einem Stück. Das Auto ist auch heile, außer es ist so dreckig. Es ist ein bisschen dreckig. Weil auch geworden, gestreut war, ne? Also mein Arsch, also der vom Auto. Mein Arsch, sag ich schon mal. Der ist weiß. Es ist richtig weiß. Oh. Ja, das war irgendwie. Ja, sah halt ja, das aus. Auto ist ein bisschen dreckig geworden. Ja. Müssen wir unbedingt mal putzen. Aber irgendwie komme ich jedes Mal, sag ich, muss putzen und dann schaffe ich es trotzdem nicht. Ja, ja, es ist ja jetzt auch, es soll ja wieder kälter werden, es ist auch ein bisschen Schnee gemeldet. Mm. Oh. Hier oben im Osten. Im Osten. Ja. Will kein Schnee, Schnee ist doof. Hab genug ja, von Schnee. Schnee ist doof, genau. Brauchen wir eigentlich doch einen Blasebalg? Aber ich kann es ja bauen, ne? Warte, muss ich gucken. Ob du konntest den ja, bauen? Ja, ich kann ihn bauen, ja. Also du kannst ihn auch, wenn du willst, verkaufen. Musst du wissen. Weiß ich nicht, kann, ob wir kann noch... einkaufen. Achso, nee, brauchst du nicht. Okay. Du, da kriegst du keinen Blasenbalken. Keine Ahnung, was hier. Ne? Nö. Gut, dann. Na, der beschimpft mich schon wieder. Er beschimpft mich mal wieder. Wer, der Händler? Ja, ja. Ja, der ist ein bisschen frauenfeindlich angehaucht. Ja. Naja. So, wir haben auf jeden Fall in der letzten Folge endlich mal ein. Endlich mal, stimmt, ja, müssen uns noch einladen. Also wie ihr seht, neue Aufnahmesession. Ja. Wir haben endlich Stufe 5 Bohrer, ja. Wir haben endlich mal das Rezept irgendwann in den letzten 2, 3 Folgen gefunden. Ja. Und haben die dann mal gebaut und wir brauchen jetzt natürlich auch viele Ressourcen. Prinzipiell brauchen wir viele Ressourcen. Ja. Ich habe gerade mal so geguckt, es ist noch ein bisschen Kohle da, ist noch ein bisschen Nitrat da. Wir werden vielleicht auch noch mal ein bisschen umbauen.
Ja, auf jeden Fall mal hier anbauen, ne, für deinen Garten und so. Und ich Ja, den dachte haben wir halt auch, angefangen. Stimmt. Wir haben den angefangen. genau, ich habe den jetzt mal hier so ausgelegt, soweit, die restlichen Rahmenformen. Ja, mir sind dann die Pflastersteine ausgegangen. Achso, warte mal. Genau, die dümpeln gerade aus der einen Werkbank raus, die Pflastersteine. Ja. Da haben wir noch einen Waffenschrank gebaut. Ich weiß gar nicht, habe ich eigentlich Levelpunkte? Oh ja, zwei Stück. Warte mal. Dann kann ich ja den Erfinder der Robotik langsam mal weiter skillen, wa? Jo. So, dann fehlt mir nur noch ein Punkt. Dann kann ich zwei Geschütztürme aufstellen. Also ich habe dir den Garten jetzt mal hier ausgelegt. Da kannst du gerne, wenn du willst, aufwerten und kannst dann deinen Garten drauf machen. Ich wollte halt auf die gleiche Höhe wie den Garten noch so eine Art Parkdeck bauen, ne? Irgendwann. Mache, Und mache das. siehst du eigentlich die Begrenzung vom Gebietsschutzblock? Nein, die siehst nur du. Okay, dann Warte stelle mal. ich mal hier, ungefähr hier, wo die Grenze ist, stelle ich mal zwei Rahmenformen hin. Aye, Captain. Weil wenn ich so ein Parkdeck baue, dann brauchen wir ja irgendwie eine Auffahrt Ja, und seid ihr hüpfen? genau, und wir brauchen halt Eine Abfahrt oder willst du das als eine, also eine Rampe auf und Abfahrt das gleiche? ich wollte irgendwie eine Rampe bauen außerhalb vom Gebietsschutzblock, die so einmal um die Kurve geht sozusagen, Ja. und dann auf das Parkdeck halt die Zugbrücke. Und die Zugbrücke muss aber auf jeden Fall in den Gebietsschutzblock rein. Ja. Deswegen stecke ich mal ganz kurz hier so die Grenze ab. Ich kann ja mal gerade hier, pass auf, hier. So, dann, huch, dann. Das ist genau die Ecke. Okay. Und das hier müsste theoretisch noch drin sitzen, weil mal die Rahmen, die stehen dann falsch, die können dann hier hin. So, das sitzt genau im Gebietsschutzblock drin. Das ist ja dann noch ein Stück. Das ist ja Ja, gut. das ist noch ein Stück. Also es ist halt nur, dass du. Also ich würde vielleicht den Garten nicht auf die ganze Breite machen. Also so wie du jetzt guckst, nicht ganz von links nach rechts, sondern eher so bis in die Hälfte vom Haus und dann in meine Richtung. Ja, das reicht auch. Also ich weiß auch nicht, wie viel Garten wir brauchen. Du kannst ja mal. Ich glaube, irgendwo waren 50 Blöcke. Ja, das ist also im Endeffekt nicht wirklich Garten. Also den Garten an sich, sag ich mal, brauchen wir nicht wirklich. Ja, wir haben erstmal, ich weiß nicht, wie viele Folgen wir noch zu futtern haben. Einige. Jede Menge, ne? Einige. Auch trinken ist ja bombastisch viel da. Medikamente sowieso. Wir haben so viel Fleisch. Also notfalls könnten wir auch einfach mit gekochtem Fleisch überleben. Das ist dann nicht toll, weil es nicht so viel bringt. Aber es ist Ja, möglich. das stimmt wohl. So. Deswegen, ja, alles cool. Nimm. Aber hier könnten wir auch nochmal, anstatt die Kerze, nochmal irgendwie ein Lämpchen ausstellen später. Ich werde nochmal Laternen basteln. Wo das hier. Oh, Bild. So schon ein bisschen cool romantisch ausschaut. Ja, mach mal. Also ich gehe mal hier ein bisschen hier runter rumbohren. Ja. Und dann suche ich jetzt mal die Blöcke und setze schon mal welche. Farbenblöcke. Jo, und was wir noch gemacht haben, Obwohl, also wir haben jetzt ich hole einfach hier mal. in der Session mal den Loot hochgestellt auf 200%. Einfach nur, damit wir ein bisschen schneller die Ressourcen rausbohren können. Es ist auch im Endeffekt mittlerweile eigentlich egal, weil wir sowieso alles haben, ne? Ja, sieht's aus. Aber ich besorge jetzt mal noch ein bisschen was hier an Krempel. Wir brauchen auf jeden Fall Eisen und sowas. Eisen ist so gut wie alle, ja. Habe ich ordentlich verbraten. Bist auch du mit deinen Stahlbahnen so. Du bist schuld. Ja gut, aber wir werden noch mehr Stahlbarren brauchen, ne? Da Ja, kommen wir nicht drum spätestens, wenn rum. wir nochmal umbauen.
Ja, oder wenn wir anbauen, ich weiß ja nicht, wenn wir mal da die Betonstützen vom Garten zum Beispiel, die würde ich schon irgendwie aus Stahl machen. Ja, also wir werden wahrscheinlich die Dev-Bereich oder Dev-Base, wie auch immer, werden wir nochmal umbauen. Genau. Und diesmal vielleicht auch also was anderes, vielleicht eine Mischung aus mehreren ja, Variationen, die man zum Verteidigen nutzen kann. Es gibt ja verschiedenste Sachen und der Alpha 21 ist ja immer noch nicht wirklich was raus, ne? Die haben ja noch alles. Ich glaube, letztens habe ich gelesen, dass sie noch ein bisschen was verschoben haben. Naja, kann sein. Also ich habe nichts gelesen. Weil das ja noch nicht so ganz fertig ist. Die sollen sich lieber Zeit lassen. Ich finde lieber was Cooles, Komplettes rauszuhauen, ist geiler, als wenn du so experimentell ständig irgendwas rausballerst und sagst, naja, das ist ja noch nicht ganz fertig, aber ihr habt ja erstmal was, weißt du, so. Ja gut, das ist bei Seven Days eigentlich immer so. Aber es war noch nie, aber Gott sei Dank hat es noch nie den Status gehabt, dass es wirklich fast nicht spielbar war. Ja, früher schon. Okay. Früher schon. Also Alpha 9, Alpha 10, da gab es einige Releases. Da hast du dann echt gedacht, so, oh Gott, ey. Okay. Uncool. Oh, hier gibt es auch Blei jetzt, okay. Okay, Fangfrage. Wo habe ich das Holz hingeschmissen? Wir hatten da ganz viel von. Du hast mir letzte Folge irgendwie noch 6000 runtergeschmissen. Ja. Ansonsten, boah, muss ich ja mal die Kettensäge schnappen. Ich dachte, ich hätte es in allgemein reingeschmissen. Es war eigentlich noch was da. Oder ich habe das jetzt alles schon verbraten, aber es ist trotzdem irgendwie komisch. Ich habe 5000 in der Tasche. Ja, na gut. Werkzeug. Säge. Und da ist Benzin. Habe ich ein bisschen was dabei? Ich sehe total zerkratzt und schmuddelig aus. Was hast du mit der Kettensäge gemacht? Gearbeitet. Gehobelt wird, da fallen Späne. Ja, aber du kannst ja wieder putzen. Das Ding sieht ja aus. Total versifft. Ja. Ii. Das muss so. Da fliegt mir ja lauter Öl entgegen, anstatt ich Holz fälle. Ja. Na toll. Das muss so sein. Nee. Das ist so eine richtige Assi-Bauarbeiter-Kettensäge. Ja, so sieht die auch aus. Ja. Genau so sieht die aus. Ich habe jetzt die ganze Zeit Werbung eingeblendet bekommen für Returnal. Returnal? Sag mir was. Das ist irgendwie ein PlayStation-Titel oder sowas. Der kommt jetzt für PC raus auf Steam oder so. Ah, okay. Das was muss sagen? Wohl so ähnlich sein wie, kennst du diesen Film mit Tom Cruise, wo der jeden Tag am selben Age of Tag Tomorrow. Genau. Ich glaube, so ist das. In der Art, bin mir da aber nicht sicher. Das macht einen ganz coolen Eindruck irgendwie. Aber es ist halt ein PlayStation-Titel, der auf PC geportet wurde. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob ich das spielen will. Ich schaue es mir nochmal an. Guck's dir nochmal an. Ich guck's mir nochmal an. Ansonsten bin ich mal gespannt, wie Starfield wird. Ich auch. Es kommen so viele geile Games raus, ne? Diablo 4 kommt raus. Ja. Boah, da bin ich auch. Da liebäugel ich ja auch mit. Das wäre auch so. Also ich bin jetzt nicht so derjenige, der Diablo dann irgendwie monatelang spielt und dann sämtliche Charaktere von neu auflevelt oder so. Aber einmal durchspielen. Also ich fand Diablo 3 schon super geil und Diablo 2 sowieso und ich weiß gar nicht, wie lange, auf wie viele LAN-Partys ich damals Diablo gespielt habe, den ersten Teil, beziehungsweise mit der Hellfire-Erweiterung damals. Das war so geil, das waren die geilsten LAN-Partys ever. Damals, als Porky noch jung und knackig war. Da war der Porky noch jung und knackig, ja. Ey, da hast du noch LAN-Party mit dem Tockenring gebaut, ey. Da gab's keine Netzwerkkarten mit RJ45 Netzwerkkabel, ey. Da hast du einfach ein Antennenkabel hinten an den PC angeschlossen. Guter alter Tockenring, ey. Und wehe, der Endwiderstand hat nicht funktioniert. Da war deine LAN-Party gelaufen. Tja. Ja, das war toll. Das hat Spaß gemacht.
Ja, das sind Erinnerungen, die kann dir keiner nehmen. Also ich war nie auf LAN-Partys. Ich hatte ja nicht mal die nötige Technik, um auf eine LAN-Party zu gehen. Okay. Geschweige denn, dass ich wusste, dass es LAN-Partys gibt. Und ich glaube, meine Ellies, ich weiß nicht, ob mir das die das erlaubt hätten. Ja. Frauen waren ja da auch nicht so oft vertreten, oder? Nein, eher nicht. Ja, gar nicht, gar nicht. Eher gar nicht, gar nicht. Ja. Aber dafür gab es jede Menge Bier. Ja, ich glaube, da hätten die. Nee. Ja. Dafür zocke ich jetzt umso mehr. Ich glaube, ich hole alles nach. Ja, hol du mal nach, ist kein Problem. Mach du mal so. Wie viel habe ich denn jetzt hier? Ist gar nicht so viel. Wer ist 14.000, 15.000 Nitrat gebohrt? Ja, da holen wir noch ein bisschen was. Kann Jule schön Schießpulver bauen. Jawohl. Eigentlich habe ich ja gehofft, dass hier irgendwie auch noch Eisen kommt und Blei und so. War auch gerade eben ein bisschen Eisen und dann kam auch ein bisschen Manchmal. Blei, aber das waren nur so drei, vier Klümpchen und dann war es wieder weg. Das hier ist echt der ultimative Nitratgrund. Hier habe ich gut gepflanzt. Ein Baum neben den anderen. Ach, schon wieder alle. Hört einfach nicht auf hier mit dem Nitrat. Echt Wahnsinn. Noch Nitrat nehme ich gern. Ja, ich weiß. Wie war hier den Kettensägen ASMR heute? Ich die Nagelpistole mit? Nee, natürlich nicht. Ich kann sie Was für dir aber voll. geben, ich bin ja in der Nähe. Ich denke, ich habe jetzt auch genug Holz. Willst du sie haben? Soll ich sie dir bringen? Ja, es geht auch so. Passt schon. Halb so wild. Dann gibt's sie nicht. Nett. Alles gut. Ploppe auf, Haus. Ach, da ist es. So, So. dann geht's mal hier weiter. Ja, jetzt habe ich auch Holz. Ah, sehr schön. Den einen Block muss ich noch wieder wegnehmen, den ich da gepflanzt habe, weil ich hätte hier gern noch wie so ein Geländer oder so drum. Das sieht irgendwie doof aus, wenn auf dieser Betonplatte gleich an der Kante die Pflanztöpfe anfangen. Ja, das ist ein bisschen Ah. unschön. Ah, es kann ein bisschen ästhetisch, kannst du schon ausschauen. Ein bisschen Ästhetik muss sein. Ja. Ohne Ästhetik ist voll scheiße. Ja. Wir level up. Über 3 Punkte. Oh, ich müsste mal was essen. Das kenne ich bei deinem Charakter schon. Ja, was denn? Das ist doch. Ich muss doch bis auf 50% runterhungern. Musst du nicht? Ja, doch. Warum denn? Warum musst du das? Weil ein blöder Penner ein Top 64 Nahrung macht. Du könntest auch was anderes essen. Ich habe extra ganz viele Variationen von Essen gekocht, zum Ja, aber ich habe jetzt halt Beispiel. eben die 10 Stück im Inventar. Ja, aber wenn du daheim bist oder in der Nähe daheim, dann könntest du dir auch ein Brot schmieren. Kürbiskuchenstückchen essen. Und wenn du über 100% bist, ist es ja nicht schlimm, weil er wartet so lange, bis du die, sagen wir mal, 103, 105, wie auch immer, weiter drüber, über 100%, abge. Ja, ich weiß. Wie soll ich das jetzt nennen? Ja, der Abgehungert spart das bist. auf irgendwie. Genau. Also es geht nicht verloren. Das finde ich ja das Schöne daran. Wir hätten Ah, sogar das stimmt noch schon. Süppchen da. Auch Süppchen. Süppchen. Ein Süppchen. Ja. Ach. Das wäre auch da. Hab doch Hunger, kein Durst. Oh. Bei der letzten Suppe bist du auch satt geworden. Ja, weil ja 3 Kilo Nudeln drin waren. Ja, nicht ganz. Aber fast.
Kann ja auch nichts für. Ich sag ja nicht, dass du was dafür kannst. Ich sag ja nur, wie es ist. Also, wenn ich jetzt... Was mache ich denn hier? Fenster Anbau. Deko. Vertikale Jalousien gibt's auch. Ach, sowas gibt's auch. Ja. Warte mal. Nee. Eigentlich auch eine coole Idee. Anstatt ein Geländer kann man doch dieses, wie nennt sich das, Spalier machen? Wie Spalier? Spalier, ja. Diamant oder quadratisch. Aha, okay. Ja. Das gibt's nicht, ey. Ich bin hier nur Nitrat am Bohren, ey. Wenn du nach Hause kommst, wirst du sehen, was ich meine. Aber das sieht auch gar nicht so doof aus. Hier kommt mal wieder Blei. Kann ich jetzt aber hier nicht mehr setzen, weil das setzt dann... Da noch mehr? Genau. Und, Genau, weil das dann so rum nicht geht. Nicht geht. Das ist was außen dran. Checkt der Jones eh nicht. Ich? Nö. Das ist hier irgendwie so eine Mischung aus Blei, Eisen und Nitrat. Alles drei irgendwie zusammen. Alle drei zusammen. Alle drei zusammen. Drei gleichen? Ja, die drei gleichen, genau. Sah nicht so doof aus. Aber wenn's kacke ist, reißen wir es wieder ab. Ist genau. Nur Holz. Ich mach's nur mal aus Holz. Oh, warte. So. Ja. Okay, okay, okay. Und dann würde ich hier vorn... Ich glaube, eine Reihe Farmpötte würde ich noch hinsetzen und dann würde ich hier wie so einen Gang lassen. Dass man nicht aus der Tür rauskommt und direkt so einen Farmpott vor Schienbein kriegt, weißt du? Ja. Oh. Und dann da so eine Treppe dran. Ich brauche... Jede Menge Farmpötte. Gammelfleisch. Gammelfleisch, ja. Und aber Gammelfleisch müsste man jetzt auch jede Menge schon haben, oder? Ja, ich muss es mir bloß zusammensuchen. Nehmen dies Ausgang. Ups, das ist ein bisschen viel Holz. 300 Minuten. Huch. Aber so... Irgendwie lässt mich die Ecke hier nicht in Ruhe, ne? Die böse Ecke. Die böse Ecke hier. Ja, das ist irgendwie ganz komisch. Hier ist nur ein Block mit Eisen und Blei oder so. Oder zwei nebeneinander. Und der ganze Rest kubikkilometerweise nur Nitrat. Ja. Könnten uns ein ganzes Haus bauen. Nur aus Nitrat. Oh. Kann man dieses komische Nitrat eigentlich wieder irgendwie zu einem Block machen? Stapel Nitratpulver. Aber kann man nicht zu einem Nitratblock machen, ne? So wie Lehm zu einem Erdblock. Nee, also Nitrat kannst du nicht irgendwie umwandeln. Okay, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Machen wir mal 7 erstmal. Aber Nitrat sieht ja schon ein bisschen schick aus. Das hat irgendwie so ein bisschen Ähnlichkeit mit Diamant und oder Quarz oder Edelstein. Und daher macht es irgendwie Spaß, das abzubauen, weil man immer denkt, man wird reich. Aha. Ja, ist doch so. Okay. Ja, ich finde die Struktur von dem Nitratfee auch sehr hübsch, ja. Ja, das haben sie gut hingekriegt. Ich finde aber auch Ölschiefer mega schön. Ja. Ölschiefer sieht wirklich nice aus. Ja, das sieht echt nice aus. Das finde ich auch richtig, richtig, richtig schick. Okay. Ich nehme mit das. Ich
Richtigen Mais, Kürbis. Aber hier scheint jetzt nichts mehr zu sein mit. Erstmal gucken, wie viel wir Blei und Eisen. Ups. Sag mal. Wie lang dieser Bohrer hält, ne? Ich habe den jetzt, ich bin ja jetzt bestimmt 20 Minuten am Bohren oder gute Viertelstunde am Bohren. Ich habe den noch nicht einmal repariert, ne? Ja, du hast ja auch Mods drin und alles. Das macht was aus. Ja, klar. So, okay, dann haben wir auf jeden Fall jetzt mal einiges an Nitrat hier rausgebohrt. Das sollte auf jeden Fall mal reichen. 11 Kartoffelpflanzen sind das. Mais. Hier ist auch nirgendwo. Abbauen musst du dann machen, ne? Das habe ich ja noch nicht geskillt. Also ernten meinte ich. Ach so, ja, kann ich machen. Aber das Klar. ist ja auch nicht so tragisch. Nö, nö. So. Kein Thema. Aloe braucht er das überhaupt eigentlich nicht wirklich, ne? Aloe ist so eine Sache. Aloe-Creme haben wir auch mehr als genug. Die brauchen wir auch so selten, weil... Da machen wir uns dann abends Gesichtsmasken mit. Ja, gerade du. Ja, gerade du. Weil du die auch so gerne magst. Ja, genau. Ja, Aloe-Creme brauchen wir nicht wirklich mehr, außer für Schnittwunden, glaube ich. Stoppt Blutungen. Ja, Schürfwunden. Nicht Schnittwunden, Schürfwunden. Weil... Mit I, ja, ach, lass mich. Weil wir eigentlich die Verbandskästen benutzen. Und für die Herstellung der Verbandskästen brauchen wir keine Aloe, also kann ich das erstmal wieder in die Kiste tun. Oh, da bist du ja, hi. Ja. Pilzis? Häng ich irgendwo an der Decke, wa? Blaubeerenkaffee. Hopfen. Jucca. Lass mal gucken. Jucca. Ja, ist auch noch einiges da. Duty. So. Dann kommen erstmal Kartoffeln raus. Ich gucke erstmal, was so übrig bleibt. Ach, so Mais haben wir auch. Kürbis. Blaubeeren. Okay. Also wir brauchen auf jeden Fall noch Eisen. Hoppala. Ein bisschen Lehm und Sand vielleicht. Wir brauchen noch Stein. Kohle brauchen wir noch. Ja. Und Blei. Ja, da habe ich ja noch was zu tun in der nächsten Folge. Ja. Mein lieber Mann. Mein lieber Mann. Und Kaffee. Achso, ich nehme mal die Nagelpistole jetzt mit. Okay, wir brauchen 1, 2, 2-mal Kürbis, 2-mal Blaubeer. Bist du schon wieder weg? Ja. Nein, ich bin noch hier. Achso, kannst du mir aus den Kürbissen, kannst du 2-mal Kürbissamen herstellen und 2-mal Blaubeersamen? Und dann ist erstmal... Aus den ganzen Kürbissen. Genau, aus den ganzen Kürbissen. Das sind über 200. Nein, 2-mal Kürbissamen und 2-mal Blaubeersamen. Ach so. Ja. Ich hätte jetzt gerade fast 300 Kürbisse zu viel gemacht. Nein, ich alles, nein, ich weiß. Nein, 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 nein. Halt, stopp. So. Dankeschön. Dann pflanze ich die noch an und dann, ja. Jo, mach mal. We will see you in the next Folge again. Ja, very shortly. Genau, very shortly in the next Folge. Gut, ihr Lieben, dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge müssen wir dann noch ein bisschen lumbohren. Tag 63 ist die nächste Feralnacht. Jetzt haben wir 59.
Ah. Zeig mal deinen Garten hier. Ich habe noch gar nicht geguckt, jo. Ist noch nicht ganz fertig. Oh, Das ist ja achso, ich nicht stehe in der schlimm. Tür. So, sorry. Ach so, okay. Ja, oder? Guck mal, das sieht Jo. gar nicht so doof aus. Sieht ganz schick aus, ja. Ja, ist mal was anderes als so, ja, bauen. Und draußen musste ich sie dran, also außen dran, weil das ging nicht anders. Ja, und hier dann so ein bisschen Parkdeck. Genau, Wir also können ja auch noch ein Stück hier rüber bauen. genau, ich bin jetzt noch unsicher gewesen, ob noch eine Reihe drankommt, aber eigentlich reicht es vom Garten, weil das, was jetzt hier drauf ist, ist das, was ich eigentlich auch zum Kochen nehme. Pilze kommen noch irgendwo dran und dann, ja, Mach doch das. eine Reihe dran, dann machst du da Pilze rein. Okay, alles klar. Kannst ja auch ein bisschen, also wir haben so viel zu essen. Ja, Kann den Garten deswegen. auch so ein bisschen als Dekor nehmen, ne? Ja. Kannst Okay. auch, wenn du willst, kannst du auch spaßeshalber in der Bude irgendwo in die Ecke einen Pflanztopf stellen. Stellst einfach, keine Ahnung, einen Da stehen schon Goldrubisanz einige rein. Pflanzen, ja. Oder sowas rein. Alles klar. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge nochmal wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, danke schön. Und ja, macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.